So, jetzt zur Übung. Aufgaben und Lösungen zur Übung. Wie angedeutet, tja, was tun? Erstmal Klaps rückwärts, ne, und so weiter. Ihr haltet das Video an, ich drücke auch die Pause-Taste, wir lösen das alle zusammen und dann sehen wir uns wieder. Na denn. Na, habt ihr das genauso? Na, erstmal plus 18. Hier sieht es so aus, als wenn das nichts ergäbe, 0 zu Anfang. Aber wenn man ganz stur ist und sagt, okay, minus 18 stört zuerst, ja, dann kommt das raus. Die Probe, 6 Quadrat statt des x schreibe ich das, was es wert ist. 6 Quadrat minus 18 soll 18 sein. 36 ist nämlich 6 Quadrat. Aha, stimmt. Hier habe ich mal eine ganz kurzen Zwischenstopp gemacht. Warum mal 4 durch Pi? Das habe ich in anderen MOOCs erklärt. Das müssen wir jetzt nicht nochmal behandeln. Jetzt kommt ja der Wurzelschritt. So, und jetzt sage ich, okay, die Wurzel aus. Und jetzt schreibt man im Allgemeinen 4a durch Pi ist gleich d. Ne, bevor ich jetzt d, wie denkst du? Jan, vorsichtig. Wer unsicher ist, der schreibt es so. Aber da sich das aufhebt, kann man das hier lassen. Aber hier darf man es nicht vergessen. Also das wäre, na, das wäre dann das Endergebnis. Kommen wir zu einer anderen Aufgabe. Die typische Gärtenaufgabe. Eine Rasenfläche ist da und diese Rasenfläche, da soll ein Rosenbeet drin sein und so weiter und so fort. Und das ist eine Kreisfläche und man möchte aber den Radius ermitteln. Nehmen wir mal an, das ist so. So, das heißt also letzten Endes, das ist gefragt. Einsetzen statt A-Kreis hier einsetzen, nochmal hinschreiben, ausführlich hinschreiben und dann Tippeltappeltour. So, Pause-Taste bitte und dann geht's weiter. Ja, war schon ein bisschen mehr, ne? Also ich habe hier eingesetzt. Hier an der Stelle habe ich erstmal eingesetzt. Statt des minus a Kreis habe ich Pi mal r Quadrat eingesetzt. So, natürlich zu Anfang minus a brutto. Vorsicht, Leute, hier steht ein Minus. Das Minus muss ich hier weiterführen. Und demzufolge muss ich dann durch minus Pi teilen. Ich habe das hier mal ganz dick gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, Moment mal, Moment. Keine Fehler machen. Ich muss erst umformen und dann kann ich die Wurzel ziehen. Umgeformt heißt, wenn ich a netto mal minus 1 nehme oder durch minus etwas teile, hier könnte ich auch sagen minus 1 mal Pi. So, dann wird daraus minus a netto. Und minus mal minus ergibt plus, also wird plus a brutto. Demzufolge a brutto minus a netto ist ja auch logisch. Und dann alles durch Pi ist gleich, und darüber die Wurzel ist gleich r. Warum? Wenn ich eine Rasenfläche insgesamt hätte und davon einen Kreis abziehen muss, dann ergibt sich das. Was heißt netto? Netto heißt das Wahre und brutto heißt das, naja, Unwahre, das Hässliche. Ich hatte mal einen Italiener in der Klasse, der hat gesagt, Herr Köhler, das ist brutto. Wissen Sie, was das auf Italienisch heißt? Das heißt hässlich. Naja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Unterricht ab dann lief. Du bist brutto, ne? Und so weiter. Gut, ich denke mal, das reicht. Andere Übungsaufgaben, da verweise ich wieder. Ich quatsche jetzt wieder zum Schluss, weil hier sind Links und die Links führe ich auch zum Schluss an und dann kann man da bei den Links nachgucken und dann ist das alles gut nachverfolgbar und nachstudierbar. Da gibt es auch ausführliche Unterrichtsmitschnitte. Gut, ich mache das Video jetzt erstmal dicht.